Mein Name ist Robert Brandy. Ich hole nicht mal eine Visite durch meine Ausstellung 50 Jahre Karriere am Musée National d'Histoire d'Art in der Stadt. Das ist das erste Bild an der Ausstellung, wo auch gewissen ist, dass ich von zwei Seiten gucken kann. Das Chassis ist wichtig. Und das tut auch etwas, das man im Mouvement Support verfasst, wo ich damit geschafft habe. Mein Toile wird abgespannt auf das Chassis. Und das Chassis ist für mich immer auch wichtig gewesen. Das gesagt ich an der Ausstellung, wenn ich rundherum geht. Heute das Bild, das eben aus einer Serie Overcovering, wo ich Vergangenheit überdecke. Aber wo ich da so ein, okay, als Vergangenheit wichtig, Vergangenheit das wichtig, mir Zukunft das mehr wichtig. Und eigentlich kann jeder von sich am Bild ein bisschen denken, was er will. Ist schon Vergangenheit überdeckt, mir Zukunft das einfach da. Ob in lo, da man da eins geht oder nicht, das ist egal. Mein Bild, das einfach allgemein ein bisschen mein Gefühl zu etwas. Das Bild hat ja so ein Resümee über mein ganzes Arbeit, wo ich durchgesagt, Transparenz von meinen Tollen wäre immer wichtig. Und der Teil weiß das wirklich, weil man auch von der anderen Seite hat gesehen. Zwei Siebenschön studiert, nicht mehr nach Moller zu sein. Nicht mehr ernst zu machen, sind schon bei Aix-en-Provence gegangen, weil da war auch die Col des Beaux-Arts, die mich interessiert hat. Und da hatte ich Natalie auf der Place Richelme. Da hast du das gespielt, weil ich mal brenne. Und da ist ein Vue von meinem Natalie rauf auf die Place Richelme. Das wäre Kubismus, den ich in der Zeit gemerkt habe. Und ich habe gesagt, in einem Toile, wo wirklich viel Kubismus dran ist, das ist ein Toile, die ein bisschen mehr neu ist, wo der Joseph Kutter, den der letzte Boy Moller war, den ich am meisten appreciiert habe. Dann hatte ich Joseph Kutter an der Paul Cézanne, dafür sind ich nämlich auch weggegangen. Bon. Da hatte ich aber gut keine Fragen mehr, für zu evaluieren, da musste ich Vendange mit einem Apple blicken. Da habe ich entdeckt, dass da drauf waren, die ein Jahr an einer Küste lagen und die dann auf dem Papier gefault sind und eine Zeichnung haben lassen. Das war eine Zeichnung, die ich nicht gemerkt habe, drauf hatte ich gemerkt, durch den Zucker. Und das waren die ersten Objekte, die ich angebaut habe an einem Toile. Da waren natürlich auch viele Affischen, die am Boden raufhängen und die ich fand, dass sie super flott waren auf zwei Seiten. Auch da, wo Wasser, der Regen gemerkt hat, dass die Färben, die nicht teuer wären, dass die durchgegangen sind. Und da sind zum Beispiel drei Toile, wo ich gut gesagt habe, werde ich da mal darauf weisen. Spuren von der Zeit, aber ein paar Bäuer. Und dasselbe ist, kommt dann hinauf, mein Färber sind immer mehr vergangen. Und ich habe angefangen, Sachen anzubauen, wie heim in Jeans. Und ich habe gewusst, dass das Chassis auch existiert bei einer Toile, halb und rund. Und nicht entwickelt. Und das tut man weiter beruhigt, ob sie sich auch so fass, eigentlich, die da viel geschafft haben. Entweder mit dem Chassis oder mit der Toile. Bei mir werden die zwei zusammen. Und 1980 hatte ich eben die große Chance, dass ich Biennale de Paris gemacht habe und Lützburg repräsentiert habe am Musée der Moderne. Das war ein wichtiges Event. Da hatte ich drei Toilen in Rennern, die heute hier an Rummer hängt. Und das war per rapport zu Support Surface ein großer Schritt, weil ich war da richtig dran an dem Movement. Und dann teilweise war mehr Färfte, Heinz war Mannerfärfte, aber ich habe immer gewissen, dass das Chassis existent wird. Ich habe gesagt, gut, bei der Heuer 12, ich habe gewissen, dass das Chassis wichtig wäre bei einer 12. Mhm. 1994 habe ich dann beim Flehmarkt zu Brügge ein Buch fand, Murder of Miami, von Dennis Wetley. Und dort war ein Personage, der nicht Polytoblin gehört. Und ich habe mir einmal vorgestellt, ich war 36 verschwunden, ich 46 geboren. Fährst du das nicht an einem nächsten Leben? Das hat mich fasziniert. Und das ist eine Arbeit, die ich über 20 Jahre durchgeführt habe. Da waren Zeichnungen dran, da waren Objekte dran, Objekte von ihm und auch Objekte an den Küsten. Das war einfach herrlich, das hat mein Leben beeinflusst. 20 Jahre lang, vielleicht auch noch. Es sind drei Bilder von 1996, die mich zurückgebracht haben zum Paul Cézanne. Und zwar sind Frieden, Naturmord, die hier gemerkt hat, färflich gesehen waren die total stark. Und das gesagt, in Orange-Blau. Und das war eine Zeit, die über drei Jahre gegangen ist und die ganz wichtig für mich war.
Letztes Jahr, wie wir an den Konfinement geraten sind, für mich war es nicht schlimm, nicht als vis-à-vis, aber trotzdem, nach einer Woche hatte ich ein bisschen mich richtig dran zu buchen. Und dann habe ich Tusch geholt und schon auf groß ein paar Bayern geschafft. Ein Bout de Souffle en Refait Surface, etwas von Michel Buteau, mit dem ich ein Buch gemacht habe. Und das hat mich dann so beeinflusst, dass meine Farben total an den Hintergrund geraten sind. Also in einem Jahr arbeite ich quasi nicht mehr so wie das heute. Das ist meine Zukunft, die geht heute und.